bin Dirk Schümer und ich freue mich über Ihr Interesse an meinem neuen Roman Die schwarze Lilie. Das ist das Folgebuch zu meinem Erstling Die schwarze Rose und führt Sie wieder auf eine Reise ins tiefe Mittelalter, das so finster wahrscheinlich nicht herüberkommt, denn wir haben drei Elemente, die wir auch in der heutigen Zeit leider erdulden müssen. A, eine Bankenkrise, die Europa in Atem hält. Die Steuerzahler müssen die Schulden der Bankiers am Ende begleichen. Die bleiben reich. Dann kommt eine Pandemie, die bricht aus China über Europa herein. Viel schlimmer als Covid, es war die Pest. 30-40% aller Europäer sterben einen grausamen Tod. Und zu allem Unglück gibt es dann auch noch Krieg in der heutigen Ukraine, auf der Krim, wo Angreifer aus dem Osten, Tataren waren es damals, über westlich orientierte Kolonien herfallen. In dieser Gemengelage trifft mein Detektiv Wittekind ten Tronck auf die grausamen Todesfälle in einer Bankierssippe in Florenz. Einer nach dem anderen der Söhne des Patrons werden hingerichtet, umgebracht, verstümmelt. Und keiner weiß, sind es jetzt Opfer der Bankenkrise, handelt es sich um Familienstreitigkeiten, steckt eine böse Sekte dahinter. Keiner kann es anfangs wissen. Und auch Wittekind braucht bei seinen Ermittlungen Hilfe. Er trifft auf den alten Freund William von Baskerville, den Sie noch aus Der Name der Rose von Umberto Eco und auch aus meiner schwarzen Rose vielleicht in Erinnerung haben. Und gemeinsam müssen die beiden dieses Rätsel lösen. Das Ganze spielt sich ab, sehr genau recherchiert, bis hin zu den einzelnen Gebäuden, die heute noch oft stehen und zu finden sind, Gemälde, Kirchen, Stadtpaläste. Da trifft Wittekind auf einen sinistren Kumpan, Giovanni Boccaccio, der Autor des Dekameron, bekannt, der als erster das Grauen der Pest beschrieben hat in seinem Roman, berühmter Schriftsteller, aber auch Dante Alighieri, der Seher der göttlichen Komödie, der in die Hölle blicken kann, greift aus dem Grab in die Handlung ein. Und ich hoffe, Sie werden dabei so viel Spaß haben beim Lesen, wie ich beim Schreiben gehabt habe. Vielen Dank.